Zombie Apocalypse. So, Hallöchen. Ich habe mir von Apple diese AirTag geholt, bestellt am 28. September. Heute haben wir den 30. September und das ist schon da. Das ging ja schnell. Dann machen wir das mal auf. So, ja, mit individueller Gravur. Also für 2 Tage. Ja, wunderbar, schön groß, kann jeder sehen. Prima. Wenn wir mal aufheben, ist bestimmt wichtig. So, da haben wir AirTag. Was ihr bald schön sehen kann. Wunderbar eingepackt. Das ist ja wegen der Batterie. Sieht eigentlich ganz gut aus. Mit Gravur, also für 2 Tage. Das ging echt schnell. Ja, da haben wir schon was. Da wird schon verbunden. Verbinden. Fahrrad, Geldbörse, Gepäck, Handtasche, Jacke, Kamera, Kopfhörer, Regenschirm, Rucksack, Schlüssel, eigener Name. Machen wir mal weiter. Jawohl, verwenden. Name einnehmen. Das ist jetzt für meinen Yohawk, für meinen Scooter. Fortfahren. Wähle einen passenden Emoji aus. Oh, Daumen hoch. Oh, das ist farblich. Okay. Dann muss man den da rein schieben. Wähle für diesen Tag einen passenden Emoji aus. Ah, jetzt haben wir. Das hat er übernommen. So, fortfahren. Okay. Konfigurieren. Ah, kam direkt vom iTech. Fertig. Und das war's. Und fertig eingerichtet. So, dann kommen wir zum nächsten. Jetzt wollen wir ja wissen, wo der Tracker ist. Und dann gibt es hier eine App, die heißt Wo ist? Also, da leuchtet ja schon mein Symbol. Okay, zeigt mir an, wo ich bin. Dann kann der auch noch piepsen.
AirTag nicht erreichbar. Ist aber traurig, mein Handy liegt gleich hier. Ja, hab mir aber zumindest ein bisschen lauter vorgestellt. Dann können wir mal, ob sich da was bewegt. Wenn wir den jetzt mal ein bisschen wegbringen. Sehen, wie weit der entfernt ist. Also Meterzahl. Gut, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen draußen testen. Das werde ich dann im nächsten Video machen, weil so zeigt er mir ja nur an, dass er in meiner Nähe ist. Dass er bei mir ist. Mir nicht, aber zumindest mein Name. Zeigt auch nicht an, in welche Richtung ich laufen muss. Na gut, zumindest hat er angenommen. Ich werde dann nochmal ein Video machen, wie ich den draußen einfach mal auf die Wiese schmeiße und dann nochmal zu sehen, ob er das da hinkriegt.